Hallo, hallo, und da sind wir wieder bei unserem Bausimulator mit dem Mistkäfer. Und dem Adcrafter, der läuft da schon wieder ab. Ja, der hat gut geleckt, da hat man nicht verstanden. Hä, warum? Weiß ich nicht, gerade bei Edgar und dann war aus. Adcraft und dann war er aus. Ja, und Ja, halt warum hier so kann ein ich da nicht Adcraft. mehr in meine Kabine einsteigen, doch? Was mache ich denn hier gerade? Hallo? Gut, und wir sind da gerade am Aufladen. Was? Was hat mir der Ed so gesagt? Ed Jetzt ist schauen wir gerade mal voll nach. schockiert, dass er jetzt alle Sachen dort drüben aufladen muss. Ja. Ah, das geht nicht. Okay. Ging doch mal. Warum? Was geht nicht? Kann nichts mit meinem Kran und deinem Kran. Ja, nicht mit dem Kranarm. Ich bin ja mit dem Seil, oder? Ja, du warst aber mit dem Gegenstand, dachte ich eher. Nein. Ja, ging schon mal unter, das weiß ich. Das ist klar, mit dem Gegenstand geht nicht. Schockiert. Nochmal testen. Vielleicht, wenn was dran hängt, geht's nicht. Einfahren und runter. So, wie war das mit den Rohren? Die sind nicht durch die Kante gesagt, gell? Sind rund. Rund. Und nein, ich transportiere sie nicht. Das habe ich nämlich noch ganz schlechte Erinnerungen dran. Hallo. Na komm, so. Reden ist ja auch voll sinnlos, ey. Da gibt's keine wirkliche Logik dahinter. Warum links und warum rechts? Ich hasse die Steuerung mit dem Joystick. Oder immer schräg, du bist da nicht gerade. Jetzt hier aufregen, weil der ist so. Komm, geh rüber da. So, dann zieh durch. Warte, wir müssen da erstmal in die andere Richtung. Alter, ich krieg eine Anfang mit der Steuerung. Ja, der kann ich dir auch nicht weiterhelfen. So, jetzt. Schau, wie schön ich aufgeladen habe. Ah, so geht's wieder, okay. Gegenstand Nein, nur wenn wahrscheinlich. du Ladung drauf hast, nee, nicht durch oder so. Ich habe Ladung drauf. Ja, wenn wir beide Ladung drauf haben, halt. Ja, probieren wir gleich nochmal aus. Oder ist es wirklich irgendwie am Haken gehangen, also? Ja. Sammeln nämlich relativ eng aus. Nein. Solange du das nicht testen willst, während ich hier im LKW bin, ist alles in Ordnung. Mimi. Bist schon wieder am Haken. Ah, stimmt, ja. Sehe ich nicht. Okay. Ah, es geht nur mit Haken nicht. Das ist klar. Warum ist das klar? Warum soll das Seil keine Kollision haben? Thema, Junge. Weil es Haken halt, hat halt Kollision. Ja, warum soll dann das Seil nicht eine Kollision haben? Weil es halt so ist. Ja, weil du gesagt hast, das ist klar. So, also, ganz klar Ja, ist das in meinen weil wir Augen. das schon längst herausgefunden haben, dass der Haken Kollision hat. Deshalb kann ich ja sagen, ist klar. Ist ja bekannt. Bug ist bekannt. Aha, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass du das weißt. Weißt du, wenn es irgendwann mal Bug-Reports gibt, ist klar. Ja, ist klar, wissen da alles. Oder auch nicht. So, wie viel ist denn das unten noch? Ist unten beidseitig voll oder nur einseitig? Ja, beidseitig. Ja. Soll ich alles bei mir drauf kriegen? Wird eng. Ja. Du machst das schon. Acht Kannst du starten. Komponenten noch bei mir drauf, das wird eng. Und Doppelstock, ja, das wäre eine Möglichkeit. Habe ich aber Angst davor. Aber Nein, ich geht's mach denn das nur schon. du? Und am Ende kippt der ganze LKW um. Mensch Gott! Du kriegst Gottes es Willen. nicht hin, über mich drüber. Ja, weil ich die Sicht so komisch habe. Ja, mach die Augen auf im Was hast du so ostdeutschen weit? Straßenverkehr. Ich muss mal da komplett über die ganze Map da switchen mit meinem Kran, damit die von A nach B kommen. Ja, ich weiß.
Du hast dein LKW ja da drüben aufgestellt. Am Ende wird das auch nicht. Einfach. Ich mach's mir schon einfach. Ja, du bist live. Ja, du passt nur ein paar Zentimeter. Ich dreh mich nur rüber. Passt hier wunderschön, haben wir das alles hier aufgestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Genau. Er will Ihnen nicht weiterhelfen. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Ich bin Dr. Fusche. Ich muss mal in der Kamera arbeiten, weil du von mich da schaffe. Ja, aber Jungschen. Nicht? Nein, 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 nein. Weil ich sehe ja nichts, weil hinten ein Ladefläche zu ist. Egal, machen wir einfach auf gut Glück. Wünsche Spaß. Lalalala. So, Hakenkamera. Ich glaube, du bist schneller mit aufladen als ich. Ich kann das nicht mehr. Halt. Ja, so lange war es jetzt auch noch nicht wieder, ja. Nee, aber ich bin damit der scheiß Choice, egal, das kommt mir nicht. Die Geraden bewegen, ja. Ah. So. Bam. Kann ich da bei dir noch aufladen? Warten. Komm nicht, oder? Ich weiß nicht, ich will ihn nochmal ab. Du hast noch eins. Ja, dann kannst du auch. Und wo ich jetzt bei mir ja mit Doppelstock anfangen, wenn es jetzt sein muss. Ja, kannst du wohl, wenn ich noch Platz habe. Wenn du so weiter schlichtest, ja. Da haben wir nur noch einen, dann geht's ja. Ich hab nicht gewusst, wie viel ich noch habe. Ah. Okay, das wird sich nicht ausgehen, wenn ich daran zumachen will. Da wird sonst Probleme kriegen. Die letzten Partei habe ich voll losbekommen, wenn du es nicht trainierst. Du hast alleine ja schon auch so eine Sache. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, jetzt wirst du mich wieder überreden, oder? Vielleicht. Sascha, also, ich fände es ja sehr schön. Einfach nur so zu spielen, also ohne letztendlich irgendwas. Einfach. Aufbauen. Ein Trockenwandelement. Was ist denn jetzt ein Trockenwandelement hier? Ja, ich würde mal sagen, dieses Ding dort hinten ist nicht konkret verladen. Da muss ich nochmal nachdenken. Ja, so ist das Bildingenieur sehr interessant, aber allein ist das auch wieder so eine Sache. Muss mich aber dann einführen. Ich kann selbst noch nicht, weil es hat sich komplett alles rundum geändert, als ich das gespielt habe, so. Wie ich ja mit das gespielt habe. Jetzt sind ja Planeten und sowas, jetzt muss das so Planeten. Das hast du ja letztens mal erzählt. Ja. Also, du meinst jetzt für die Leute nochmal die Features nennen? Ja. Richtig, Planeten? Mit diesem 1,8 GB Update. Genau. Oder eigentlich. Mal sagen, fast 2 GB waren es bei mir. Ach, das sind schon coole Features. Du kannst auch viel auf das automatisieren und so ein Scheiß. Automatisierung ist sehr gut und. Er ist zu. Und du kannst auch programmieren und so Sachen. Das ist halt auch noch. Was kannst du programmieren? Du musst mir jetzt Sharp, also C-Sharp programmieren, aber du kannst ja auch was programmieren, was er machen soll. Du hast einen Computer sozusagen. Mhm. Und da kannst du auch sagen, das soll automatisch die Raffinerie befüllen, das soll automatisch das kräften, das soll automatisch das und das machen. Immer schauen, dass immer von jedem so und so viel da sind, zum Beispiel. Das klingt cool. Türen automatisch auf und zu gehen, Arme, also du kannst ja auch Arme bauen, also bewegliche Sachen. Oh, und da kannst du auch sagen, er soll automatisch zu der Position, das machen, das machen. Jetzt machst du ein Werbevideo noch, Red? Was soll denn ein Werbevideo jetzt hier? Trainer? Neuer Trainer? Von Endcaptain? Ich glaube, Space Engine ist eines der einzigen Spiele, was mir von den Updates her gefällt, weil bei jedem Update gibt es ein Video, wo genau erklärt wird, was sich geändert hat. Das kenne ich bei keinem Spiel. Für jeden Update ein Video. Ist ja noch Early Access, oder? Ja. Genau. Aber da wird genau erklärt, was sie alles geändert haben, was Neues, was sich geändert hat, was Altes. Das finde ich cool.
Aber wenn dort steht zum Beispiel irgendwas hinzugefügt, ja, schön. Und wie funktioniert das oder wie? Was ist das genau? Ja. Was soll Einer ich machen? unserer zufriedener Kunden, zufriedenen Kunden. Ja, resettet wird hier einfach mal. Da steht ein Wahnsinn. Wird hier Hallo. einfach resettet. So, okay. Ja, muss sein. Das sagen sie alle, alle großen Erfinder sagen immer, muss sein, das musste ich tun, musste ich machen. Hatte keine Wahl, Fisch. Doch, du Ich hattest verstehe. die Wahl. Entweder du machst Nein. mit. Oder nicht. Oder nicht. Und ich kann dich nicht mehr leiden. Eine Wahl, ey. Das ist ja fast die Qual. Na, 2 kW, ne? Und dann noch mal die ganze Fertigwände. Das sind auch wahrscheinlich noch 3-4 kW. Sind doch noch 7 Stück, oder? Ja, aber es sind immer verschiedene Abschnitte. Hallo? Wirklich? Es gibt doch nur einen Abschnitt. Nein, Dachte ich. nein. So. 8-mal Fertigwand. Ein Abschnitt. Achtmal fertig, waren zweiter Abschnitt. Achtmal fertig, waren dritter Abschnitt. Dreimal, okay. Dreimal 8. 3 LKWs ist fertig, wenn Immer danach gießen. Ordentlich. Wie ein Rohr rollt runter. Roll ich dich. Heiß. du Ein musst Stück. noch ein Stück beladen. Und Alter jetzt wird Schwede. alles runterfallen. So, ich fahr doch schon mal mit ein. Aber ich sei schon auf der Baustelle. Bloß nicht stressen, Sascha. Alles wird gut so. Alles wird gut. Muss aber noch da bleiben. Ich hab's. Na gut, hau ab. Ja, schon. Kann ich Ich mich auch ab. besser konzentrieren. Eben. Weil wenn du dann hinter mir fährst, dann bummst du eh nur wieder. Und Autokran hast du? Hm, nicht. Geil. Geil. Was Geil. besorge einmal Verschalungselement? Ja, haben wir doch. Ah, ja, warum kommt das jetzt? Weil du drauf gedrückt hast. Gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur gefahren. Weil du eine Tastenkombination, nämlich einen Cheat eingegeben hast, der dir das anzeigt. Nein. Gibt's überhaupt solche Cheats jetzt dafür, Constructor? Ja, weiß ich gar nicht, ob da Cheat gibt. Weil im Ja, so viel Endeffekt so nur brauchst du das ja gar nicht. Ja. Money, Cheat. Und jetzt spielen wir jetzt 16 Stunden oder so. Wir haben schon so viel Geld, dass wir alle Fahrzeuge haben. Fast alle. Großen Dings haben wir noch nicht. Ja, wir spielen jetzt schon 16 Stunden, erst 50, tut mir leid, 58 Folgen. Ja, 59. Was meint ihr Aber eigentlich, ja. Leute? Was ist eure Meinung dazu, was wir hier eigentlich gerade machen? Vor allem, ich frage mich, ob wir dann wirklich, wenn wir dann so, okay, bis Folge 100, ja, aber danach, wie es dann weitergeht. Ob es Ja, dann noch neue Missionen gibt, ob dann immer das gleiche wird, weil 300 Folgen ist jetzt schon eine verdammt lange Zeit. das auf alle Fälle. Wenn bis Auftritt, wir bis jetzt gemacht haben, das wäre noch was gewesen. Was vielleicht noch ein bisschen einkalkulieren kann, wie viele Ja, Aufträge was ich ist jetzt noch denn habe. das jetzt? Was denn? Nix. Aus dem LKW kippt nur alles raus. Geht aber dann wieder rein. Ja, da ist noch ein paar gibt. No. Also wenn ich ablade, er fliegt alles raus. Ich nichts mehr Weil drin. es steht überall in Seiten raus, wenn es rauskippt, wird es dann wieder reingesetzt und Nein, ich soll mal mit dem Fahrzeug reinfahren oder wieder rummeckern. er wird rummeckern. Also bleiben wir lieber raus. Ich würde es nicht riskieren, reinzufahren.
Und dann bleiben wir hier draußen. So, Jack. Gut, Leute, dann würde ich aber auch sagen, dass wir in der nächsten Folge dann abladen. Genau. Mal gucken, was passiert. Also, bleibt dran, schreibt eure Kommentare drunter. Eure Meinungen. Eure Meinungen, Fantasie. Eure Ideen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns, Leute. Oh Gott, was kommt da hinten her? Guckt raus. Ja, 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 ich seh's, ich seh's. Was machst du da? Das ist ein Super-Gang. Ja, das Ding umgekippt. Steig aus. Das Rohr ist jetzt flöten gegangen. Was? Ein Rohr ist jetzt in irgendein Teil ist flöten gegangen. Siehst du jetzt hier unten? Das ist quer über das ganze Haus geflogen. Wirklich? Ja, habe ich gesehen. Zumindest irgendwas ist weggeflogen. Eine Rakete. Was machen? Geht nicht. Rücksetzposition belegt. Ja, dann schauen wir uns auf jeden Fall dann irgendwann an. In der nächsten Folge. Gut. Tschüss, Leute. Tschüss.